Liebe Brüder und Schwestern, Gott hat auch mit uns einen Bund geschlossen. Jesus stiftet das Opfer des neuen Bundes. Und dieser Bund Gottes mit uns, der bei unserer Taufe besiegelt worden ist, ist ähnlich wie der Ehebund. Diese Liebesgemeinschaft zwischen Mann und Frau. Ja, die Ehe ist ein Abbild dieses Bundes zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Gott und jedem getauften Menschen. Ja, Jesus selber ist der wahre Bräutigam. Mit ihm haben wir ein Bündnis geschlossen. Es ist ein Bündnis ewiger Liebe und Treue. Aber dieser Bund, er wird immer wieder gebrochen von uns. Wir können nicht wirklich treu sein. Treu Gott gegenüber, treu seine Gebote halten. Auch wir sind immer wieder diesem Bund, ja dieser Liebe Gottes gegenüber untreu, der Gemeinschaft ihm gegenüber. Es ist die Sünde, die vieles zerbricht, ja die diese harmonische Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch beeinträchtigt und zerbrochen hat. Aber auch wir haben Erbarmen gefunden, ähnlich wie diese Frau im heutigen Evangelium. Wir haben nicht das Recht, einander zu verurteilen. Nur einer ist der Herr, der Richter, Jesus Christus. Nur einer ist der, der das Recht hat zu verurteilen, Gott. Aber auch Gott verurteilt nicht. Er verurteilt nicht den Sünder, wenn er bereut, wenn er bereit ist, umzukehren. Das ist die frohe Botschaft des heutigen Evangeliums. Jesus sagt zur Frau, auch ich verurteile dich nicht. Aber dieses Nicht-Verurteilen ist mit einer Bedingung verbunden, verknüpft. Geh und sündige nicht mehr. Ja, der Herr schenkt Barmherzigkeit. Jetzt in diesem Jahr der Barmherzigkeit dürfen wir wieder mit neuem Vertrauen zum Herrn kommen. Dürfen wir uns wieder dessen bewusst sein, dass der Vater im Himmel uns Vergebung, Barmherzigkeit erweist in seinem Sohn Jesus. Aus dieser Barmherzigkeit leben wir, denn wir alle sind schuldig vor Gott. Wir alle sind in gewisser Weise wie Ehebrecher, weil wir den Bund, diesen Bund der Liebe mit Gott immer wieder zerbrechen, weil wir nicht fähig sind, wirklich vollkommen den Willen Gottes zu tun, seiner Liebe, seinem Geist zu folgen. Aber der Herr schenkt Erbarmen, auch wir haben Erbarmen gefunden, wie die Frau im heutigen Evangelium und wie auch der Apostel Paulus es erfahren hat. Er, der anfangs mit so brennendem Hass die Christen verfolgt hat, er findet Erbarmen bei Gott. Jesus offenbart sich ihm. Und so kann der Apostel Paulus mit ganzer Überzeugung sagen, ja, was mir früher ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Es war für ihn Verlust, weil er
verstanden hat, dass Jesus Christus allein die Fülle des Lebens schenkt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, weil er der barmherzige Retter ist. So dürfen auch wir mit dem Apostel Paulus sprechen, ja, wir sollen ihm zustimmen. Auch wir dürfen bekräftigen, ja, alles andere, was nicht des Herrn ist, was nicht von Gott stammt, was nicht sein eigen ist, was uns nicht zu ihm hinführt und die Gemeinschaft mit ihm verstärkt, vertieft, ist Verlust für uns. Alle Wissenschaften, alle Erkenntnisse, alles Wissen, alle Reichtümer dieser Erde, dieser Welt, wenn sie uns nicht mit Gott verbinden, wenn sie uns wegführen von der Gemeinschaft mit dem einen dreifaltigen Gott, ist es Verlust für uns. Am Ende haben wir keinen Gewinn. In der Stunde des Todes zerrinnt uns alles in den Händen, wenn wir nicht auf den Herrn, auf unseren Gott und Erlöser vertraut, auf ihm, auf sein Wort unser Leben aufgebaut haben. Jesus ist unser Gewinn. Er schenkt uns Vergebung aller Schuld. Er bezahlt sozusagen diesen Schuldschein für uns. Er schenkt uns Anteil an seiner Auferstehung, an seinem Leben. Er offenbart die Barmherzigkeit unseres Vaters im Himmel. Und diese Barmherzigkeit Gottes ist für uns persönlich, ja, ist für die ganze Welt Quelle neuen Lebens. Die Welt, sie ist, ja, bildlich gesprochen, wirklich oft eine Wüste, so wie wir heute in der ersten Lesung gehört haben. Eine Wüste, eine trockene Steppe, ohne Leben, wenn Gott nicht da ist, wenn er nicht in der Mitte ist. Überall dort, wo man sich dem Wort Gottes, seinem Gebot gegenüber verschließt, entsteht Trockenheit und Wüste. Aber schon in der ersten Lesung schenkt der Herr diese Verheißung neuen Lebens. Er ist die Quelle neuen Lebens. Er lässt, ja, mitten in der Wüste unseres eigenen Daseins, unserer eigenen Sündhaftigkeit, ja, mitten in der Trockenheit der Welt, seine Quelle entspringen. Er lässt seinen Lebensstrom fließen, sein lebendiges Wasser gießt er aus in unsere Seelen, in unsere Herzen, mitten in der Welt. Und wir dürfen in Freude und Dankbarkeit schöpfen aus diesen Quellen des Heils, des neuen Lebens, aus diesen Quellen der göttlichen Barmherzigkeit für uns, für unsere Familien und Gemeinschaften, für die ganze Welt, die so sehr der Barmherzigkeit bedarf, um wieder neue Hoffnung zu finden und einen guten und fruchtbaren Weg in die Zukunft. Amen.